Yo, konnichiwa alle zusammen. Heute kommen wir zum zweiten Teil von Hey Ju und damit auch noch mein Dankeschön weiterhin an euch, die Community, die immer so fleißig Fragen an mich schreibt. Es schwebt Nostalgie in diesem Raum. Denn vor genau einem halben Jahr habe ich mein allererstes YouTube-Video hier angefangen und ich muss sagen, es ist mir mittlerweile richtig, richtig peinlich. Ich meine, gebt euch mal das hier. Naja, egal jetzt. Auf geht's zur ersten Frage! Ken Kaneki fragt, wie hast du Japanisch gelernt und wo? In einem Kurs oder selbst? Ich tat beides, um die Balance zu halten. Tatsächlich habe ich mit meinem Japanischstudium zuerst selbst angefangen und bin dann seit einem halben Jahr jetzt auf dieser Japanischschule in Ibaraki. Gelernt habe ich Japanisch tatsächlich mit Lehrbüchern und mit Japanern. Mein Video Japanisch in 5 Monaten gibt darüber noch ein bisschen mehr Aufschluss. Brain Castration fragt, wie meine Schule heißt und für was sie genau da ist. Also in meiner Schule lerne ich tatsächlich nur Japanisch, womit ich dann auf einen Japanisch-Test vorbereitet werde, der dann mein Level bestimmt. Wenn ich gut abschneide, dann erlaubt es mir, an einer japanischen Universität zu studieren. Oder wenn ich schon ein Studium habe, dann in einer Firma dort zu arbeiten. Und der Name meiner Schule heißt Tsukuba Smile. Sag mal, wie lange bist du schon in China? Oh! Moritz. X-C-I-X. Interessiert es, wie gefährlich es nun ist, in Japan zu leben nach dem Fukushima-Vorfall in 2011? Ich muss schon sagen, in meinem einen Video habe ich sehr, sehr provokativ über dieses Thema gesprochen, aber es auch nie wirklich aufgelöst. Das Thema des vorigen Videos waren negative Aspekte über Japan und deswegen habe ich auch nichts Positives dazu gesagt. Also gehen wir mal von der Berichterstattung des Auswärtigen Amtes in Deutschland aus. Dort heißt es grundsätzlich, dass es in Japan unbedenklich ist zu reisen. Wie viel davon jetzt wirklich stimmt, will ich mal außen vor lassen, aber ich kann grundsätzlich sagen, dass die Leute bei mir in der Gegend nicht wirklich krank sind oder auch in der letzten Zeit nicht krank geworden sind. Nuklearphysik ist noch ein sehr, sehr unerforschtes Feld und deswegen machen Leute auch viele Fehleinschätzungen. Zum Beispiel ist die Kontaminierung in Fukushima gar nicht so stark ausgefallen, wie Leute vermutet haben. Und das gibt mir auch die Sicherheit, dass ich unbedenklich in Japan leben kann. Tobias fragt, wie sieht es mit Englisch in Japan aus? Kann man sich damit durchschlagen? Ja, nee. Also in den Großstädten kein Problem, da wirst du garantiert jemanden finden, mit dem du auch Englisch reden kannst. Aber grundsätzlich ist das wirklich sehr, sehr schwer für die Japaner mit Englisch. Ich meine, betrachte das mal folgendermaßen. Wir haben Englisch als Weltsprache und Deutsch ist extrem nah verwandt mit Englisch. Und wir wissen ganz genau, wie viele Deutsche Schwierigkeiten mit Englisch haben. Japanisch hingegen ist vom Aufbau her so verschieden mit Englisch, dass die Leute halt wirklich extrem viel Aufwand betreiben müssen, um das zu lernen. Also um es mal anders auszudrücken, wir Europäer können uns richtig glücklich schätzen, dass Englisch die Weltsprache ist und nicht irgendwelche asiatischen Sprachen, die von uns sehr, sehr weit entfernt liegen. Denn die da drüben haben damit echt richtig viel zu kämpfen. Tekken 1 fragt, was hast du als erstes gemacht, als du in Japan warst? Das ist eine gute Story. Meine Weltreise hat nämlich echt so turbulent angefangen. Das kann aber letztendlich nur mir passieren, weil ich so ein absoluter Volltrottel bin. Und zwar habe ich vor meiner Weltreise vergessen, mein ganzes Geld vom Girokonto auf meine Kreditkarte zu überweisen. Das bedeutet, als ich Geld am Flughafenbankautomaten abheben wollte, hieß es, dass es nicht möglich ist. Und ich war dann erstmal so, hey, was? Warum? Ich habe doch Geld. Also was musste ich tun? Ich habe meinen Vater per WhatsApp geschrieben, dass er bei mir eine Bank anruft und das dann klärt. Und die haben mir dann erklärt, dass ich kein Geld auf meine Kreditkarte habe, weswegen ich kein Geld abheben kann. Und so eine Überweisung von eigenes Konto auf eigenes Konto dauert ein paar Tage. Aber so lange wollte ich nicht auf dem Flughafen bleiben. Also musste meine Bank mich in Japan anrufen, damit das Minuslimit meiner Kreditkarte hochgesetzt werden konnte. Tja, welches Telefon? Und da machte ich die erste positive Erfahrung mit Japanern. Eine von den Flughafenangestellten hat mir nämlich ihr privates Handy bereitgestellt, was eigentlich total verboten ist. Und noch dazu hat sie mich in ihrer Pause auf ein Essen eingeladen und sich mir meine Sorgen angehört über meine Weltreise und so weiter. Bis der Anruf dann kam, sind Stunden vergangen und ich habe die Nacht auf dem Flughafen verbracht, aber das machte mir gar nichts, weil ich einfach so glücklich in dem Moment war. Und diese Erfahrung, dass die Japaner so zuvorkommend sind, hat sich bis heute nicht verändert. Anime-Junge fragt, gibt es einen Grund für dich, wieder nach Deutschland zu ziehen? Nö. Kannst du irgendwelche Spots in Japan empfehlen? Dadurch, dass ich fast alles von Japan bereist habe und einen Fotoblog darüber gemacht habe, kann ich dir den nur ans Herz legen. Link gibt's unten in der Beschreibung. Meine persönlichen Highlights waren diese hier. Hey, du! Das mit dem Hashtag ist ja voll cool. Wie sieht die Natur in Japan aus?
Also ich komme ja aus dem grünen Thüringen, wo sehr viel Wald ist und dort, wo ich gerade lebe, gibt es das eher weniger. Also in den Gebieten um meinen Wohnsitz gibt es zwar viel Countryside, aber so richtig unberührte Natur gibt es nur an bestimmten Orten. Und in einen Mainspot bin ich mit euch schon gereist. Kaneki fragt, wie viele Kanjis muss man können? Over 9000! Also was mir in meiner Japanerschule beigebracht wird, sind ungefähr 1000 Kanjis, die mir für den Alltag ausreichen. Um Zeitungen oder anspruchsvollere Literatur zu lesen, braucht man aber um die 3000 Kanjis. Und selbst wenn man die drauf hat, gibt es immer noch irgendwelche Kanjis in besonderen Büchern oder Romanen, die man vielleicht nicht versteht. Japanisch ist also eine unmögliche Sprache. Alex Kaito fragt, wie kann man am besten durch das Land reisen? Also das Zugsystem in Japan ist echt extrem geil und die Züge kommen selten zu spät. Wenn ihr nach Japan reist, dann empfehle ich euch den JR Pass zu kaufen. Den gibt es für Ausländer nämlich nur im Heimatland zu kaufen und Japaner können den gar nicht nutzen. Hassen sich eigentlich Japaner und Chinesen? Ja. Tomie fragt, wenn du Abitur gemacht hast, woher hattest du denn das Geld für eine Weltreise? Also ich erkläre das mal von ganz vorn. Für eine Weltreise braucht man um die 6.000 bis 7.000 Euro. Man muss natürlich jetzt auch sagen, dass ich in sehr, sehr teure Länder gefahren bin. Das heißt, man könnte sogar mit weniger auskommen. Für meine Zeit im Ausland waren pro Monat 500 Euro eingeplant, was zwar sehr spartanisch ist, aber durchaus gereicht hat, um viel zu erleben. Noch dazu hatte ich in Japan und Australien ein Work and Travel, weshalb ich zwischendrin auch noch finanziell aufstocken konnte. Um diese 6.000 bis 7.000 Euro anzusparen, hatte ich tatsächlich nur ein Dreivierteljahr, weil ich mich relativ spät entschieden habe, tatsächlich diese Planung umzusetzen. Zu meiner Situation in der Abiturzeit. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, weshalb ich alles Geld, was ich bekommen habe, das ist Geburtstagsgeld, das ist Taschengeld, das konnte ich alles sparen. Und noch dazu hatte ich einen Nebenjob, weshalb ich relativ schnell Geld ansparen konnte. So habe ich es in einem halben Jahr ungefähr geschafft, 2.000 Euro zusammenzusparen. Die letzten 3 Monate nach meinem Abi habe ich dann Vollzeit gearbeitet. Und wenn man sich einen Job sucht, bei dem man Trinkgeld unversteuert oder andere extra Vergütungen bekommt, dann ist das natürlich ein super Plus fürs Sparen. Also ich habe nach meiner Entscheidung wirklich abrupt aufgehört, mir irgendwelche Sachen in der Stadt zu kaufen. Auch meine Lunchbox habe ich mir zu Hause immer selber hergestellt. Ich bin selber überrascht, wie gut man sparen kann, wenn man ein bisschen konsequent ist. Christian Schmidt fragt, ob ich nicht demnächst mal ein paar Japanisch-Tutorials machen kann. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich nach Online-Japanisch-Kursen gefragt wurde, also ja, ich denke, jetzt ist es an der Zeit. Da Japanisch-Konversation für mich das Wichtigste ist, werde ich mich darauf vorübergehend konzentrieren. Also freut euch drauf! Und damit wären wir wieder heute am Ende angekommen. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schreibt mir eure Fragen in die Kommentarbox und ich werde sie demnächst wieder beantworten. Boah, ich hab gerade übelst gespuckt, ey. Außerdem schaut mal auf meinem Instagram-Account vorbei, da lade ich täglich neue Mini-Stories hoch. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Stay Genki. Sayonara. Ciao.